17 Uhr beginnt. Zu dieser Zeit sollten sich alle Zivilisten in ihren Quartieren befinden. Vielen Dank für... Na gut, Freunde. Wir... gehen erstmal langsam raus. Wir könnten das Echo erstmal holen. Das hatten wir in der letzten Folge schon gesehen, glaube ich, wenn es das war. In der Nähe befindet sich ein abspielbares Echo. Ja, ein Echo. Kein Echo. Ist nur eine Erkältung. Schlecht geschlafen. Mehr nicht. Tut mir leid, Sir, aber Sie müssen mit mir kommen. Hey, lassen Sie mich gehen. Lassen Sie ihn, Mark. Mark, es geht ihm gut. Hören Sie auf. Eigentlich kann man hier immer was einsammeln, aber ich sehe es gerade nicht. Alles klar. Aktiver Dienstarzt. Private. Ja. Er lebt nicht mehr viel, Goethe. Danke sehr. Frister Müsiriegel. Ich dachte, die Echos kann man immer so aussammeln. So ein Teil. Wohl nicht. Ach. Ist ja egal jetzt. Ist egal, ist egal. Kostenlose verschlüsselte Behälter erhalten. Ja. Schwipp, schwipp, schwipp. Hatte mich schon gefragt, wo Sie sind? Weg. Auf weg.de. So muss das sein. So nicht anders. Da kann man wieder was holen. Oder? Nein, haben wir schon geholt. Dann halt nicht. Dann halt nicht. So. Oh mein Gott, ist das weit. Für kostenlose verschlüsselte Behälter. Okay, das sind Kumpels. Ich bete für Sie. Jo. Da haben Sie ja die Ratten besser. Was? Was hat er gesagt? Was geht's Neues? Ach, ist ja eigentlich egal. Wo führt mich dieser Wegpunkt hin? Also ganz ehrlich. Der ist besoffen. Ist doch in der Basis. Von Phase 1. Wiederhole, Phase 1 erfolgreich. Nee. Steter Strom, Tanks halten Stand. Verstanden, gut zu hören. Habt ihr die Zahlen für Phase 2 der Säuberung der... Also, wenn das wirklich im Safehouse ist bei uns, dann ist das richtig beschissen markiert worden. Ich denke mal schon. Warum zeigt es meinen Namen da oben an? Ist doch nicht immer so. Viel Glück da draußen.
Boss, wir bestätigen den Erfolg von Phase 1. Wiederhole, Phase 1 erfolgreich. Das ist nur die Frage. Tanks halten Stand. Verstanden, gut zu hören. Kampf, Kampf, Kampf. Wir haben gerade eine neue Ladung. Dann haben wir die großen Einsätze noch. Hier drüben auch schon, aber die machen wir am besten nicht. Wir gehen erstmal zum Safe House. Dann haben wir mehrere Safe House und das ist natürlich gut für uns. Ja. Ja klar. Ein Doggy. Wow. Alter, geh weg von mir. Ich hab aber geschossen. Was machst du jetzt, Art? Oh ja, ich hab ein Problem. Ich hatte ein Problem. Ja. Ich habe das Gefühl, schon ewig hier zu sein. Viele Gegner hier, echt? Na, zack mir deinen Kopf. Viel zu viele Gegner hier. Was ist denn hier los? Ich war schon, ich laufe die ganze Zeit falsche Richtung. Na gut. Gibt's hier... Ja, Werkzeug gibt's hier. Und Dietrich, kann mich auch sperren irgendwo. Was? Irgendwo. Und jetzt geht nach unten. John, hier ist Vic. Depp hat gerade von der Nachtschicht angerufen. Die Insassen sehen krank aus. Einer der Wärter muss es eingeschleppt haben und es sieht so aus, als käme die Versorgungssphäre nicht. Also bleib zu Hause. Wir sind doch eh schon unterbesetzt. Es wird hart. Ja, aber sie zahlen mir nicht genug, damit ich auf Rikers Island mit 20.000 Knackis mit Ebola oder so einem Scheiß festsitze. Geh heute nicht zur Arbeit, John. Das ist es nicht wert. Schütze sie. Dankeschön. Ja, ich weiß, aber ich bin alle tot. Oh, ist das heiß schon wieder? Es
sind gleich Level 8. Machen Sie so weiter. Das ist sehr großzügig. Bitteschön. Was habe ich schon wieder alles im Rucksack eigentlich drin? Schrott. MP7, Schrott. Schrott. Was ist das für ein Mod ist, keine Ahnung. Keine Bedrohung gefunden. Ist ja sehr schön. Aufgepasst, Agent. Ich habe etwas Wichtiges für Sie. Sie müssten nah dran sein, Agent. Laut Aufzeichnungen ist dieser Bereich sicher. Gute Arbeit, Agent. Einführung Safe Houses. Jeder Safe House hält Einsätze und Schauplätze von Kämpfen für Sie bereit. Angebote wie Händler, Munitionsversorgung und eine neue Neustartstelle sind ebenfalls vorhanden. Safe Houses sind soziale Knotenpunkte, wo Sie andere Agenten treffen oder die Spielersuchestation benutzen können, um eine Gruppe zu finden. Öffnen Sie die Karte, wählen Sie ein beliebiges entsperrtes Safe House und drücken Sie X, um per Blitzreise dorthin zu gelangen. Alles viel klar. Wollen Sie etwas davon haben? Ja, Pumpkin lasse ich mal drin. Was eine blaue ist. Blaue MP7. Warum ist die schlechter? Da bringt ein bisschen weniger Schaden. Also mehr Magazin auch noch, ja. Die Nutzung einer Fertigkeit erhöht ihre kritische Trefferchance um 50 Sekunden um 7,50%. MP7 wäre halt schon geil. Die gleiche. Ja. Irgendwie droppt man ihr bessere mehr Sachen. Agent, schön Sie kennenzulernen. Sie freuen sich garantiert ebenso. Sie haben mich sicher schon im Fernsehen gesehen, in meiner legendären Rolle als Special Agent in einem allseits beliebten täglichen Seriendrama. Alles klar. Ich kann also bestens verstehen, was Sie gerade durchmachen. Ich werde Sie in Kürze mit neuen Infos versorgen. So, was haben wir denn da? Nein, ist es nicht. Wo ist Level 8, Freunde? Desperados 13 hat Level 8 erreicht. Ja,
Jetzt haben wir ein paar neue Kämpfe, Nebeneinsätze und so. Ja, Avruk, geh aus meinem Let's Play. Raus. Was machen wir denn jetzt? Wirklich, was machen wir jetzt als nächstes? Nebeneinsätze erst oder? Also hier ist bis 5 bis 9. Hier ist auch 5 bis 9. 10 bis 13, 10 bis 13. 2 bis 4. 9 bis 12, 6, 3 bis 5. Machen wir doch erstmal die zwei hier. Immer schön alles levelabhängig machen. Das Leichte kommt als erstes dran. Denn dann ist das Schwierige irgendwann nicht mehr so schwierig. Warnung. Verlassen des sicheren Bereichs. Alles klar. Ja, es kann sein, dass Division meistens eine Überlänge haben. Vor allem, wenn ich die Großeinsätze mache, so wie jetzt hat Rhodes oder Benitez. Die Teile sind halt wirklich schon fast 50 Minuten lang. Weil ich will keine 20 Minuten Parts hochladen mit Division. Das ist ein bisschen armselig. Also mindestens 30. Zwischen 30 und 50 Minuten ist ein Part. Ich hoffe, es ist nicht zu lang für euch. Ihr müsst es ja nicht auf einen Schlag anschauen. Ja. So geht das. Agent, Sie müssen die Überwachungskameras bei der Highline finden und sie wieder online bringen. Ich habe sie für bevorstehende Castings genutzt. Nun ja, man kann sie auch anderweitig verwenden, aber das hat mich wirklich weitergebracht. Und unseren Dienst für die Bevölkerung natürlich auch. Sie wissen schon, Ende. Oh, falsche Waffe. Es tut mir leid, okay. Mal sehen, wie dir das schmeckt. Wow, der hat sich noch geworfen. Oh mein Gott. Ja. Na? Okay, jetzt kommen wir nach Chelsea in den leichteren Bereich. Hier war schon leer. Wir dürfen nicht anhalten. Ist zu einfach. Zweimal Headshot. Das ist gut. Gut für mich. Gut für mich. Wasserversorgung. Meter noch. Niemand. Ja. Ein langer Weg. Sierra. Und das ist eine Autowerkstatt. Können wir ein bisschen Werkstatt. Werkzeug rausholen. Der beste, wenn nicht sogar der einzige paranoide Piratensender-Podcast im Drei-Staaten-Gebiet. So, für euch läuft's also. Das so, was kommt da raus? Wieder Müll. Na klar, wie immer. Ja, das war super schlau. Ah.
Aber egal. Was haben wir denn eigentlich für Visiere noch? Bis auf den 12er. Und 3 Vierer hätten wir auch. Ist natürlich schwächer. Aber ist halt besser für den Nahkampf benutzbar. Probieren wir einfach mal, wie das ausschaut. Ja, ist egal. Ich frage mich, wo das Dollargift herstammt. Weil 12 ist halt schon ein bisschen krass. Er verhält sich aber nicht so. Um Arme stößt er mich weg. Er ist 50. Scheint er nicht bei mir sein zu wollen. Er ist ein Teenager. Ich habe nur Angst, dass er etwas Dummes tut. Sein Vater würde wissen, was man sagt. Sein Vater würde das nicht akzeptieren. York in die Knie. Ich frage mich, wo das Dollargift herstammt. Oh, scheiße, Bewegung! Tut mir leid. Diese Bastarde! Mal sehen, wie dir das schmeckt! Scheiße, nein! Das sollte leicht werden. Ja. So. Ja, ich komme mit dem Visier besser klar irgendwie. Mein 12 ist schon ein bisschen übertrieben in der Stadt, weißt. Aber gut. Kettenspur entdeckt. Michael, schlag mich tot. Okay, wir müssen geradeaus. Nach unten. Das war mir jetzt fast schon klar. Ich wollte nicht runterrutschen, aber wusste nicht mehr, welche Taste. Zentrale an Chelsea-Patrouille. Der Wasserdruck in der 20. West sinkt. Prüfen Sie das, bevor Sie zur Basis zurückkehren. Truday. Michael Truday. Day. Du. Dao. Wow. Komm, ich sehe da schon die nächste. Ja. Wasserpumpe. Warnung. Wasserdruck im kritischen Bereich. Warnung. Feindkräfte nähern sich. Ja.
Kräfte nähern sich. Wir müssen uns beeilen. Alles klar. Wasserdruck wiederherstellen. Ist da. Warnung. Feindkräfte nähern sich. Die Cleaners mögen kein Wasser, kann es sein? Ist nichts kritisch. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Ja, haben wir geschafft. Alles klar. Der Wasserdruck ist wieder normal. Danke. Bitte, wo geht's hier wieder rauf? Jawohl. Das Einzige, was wir viel verloren haben, war viel Munition eigentlich. Können wir die nächste machen? Virusforschung. Ist nur die Frage, ob wir hier schon die Virusfilter schon genügend haben. Ich hoffe doch schon. Ja, gut, wir sind gleich bei 30 Minuten. Kann ich mal einen Part machen, der wohl nicht Überlänge hat? Ja. Gehen wir schon noch da rein? Ich glaube, da haben wir noch nichts gelootet. Jawohl. Mann, wieder nichts blau. Komm, blau, 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 blau. Jawohl, blau. Aber ich glaube, du kannst auch irgendwann die grüne, kannst du, glaube ich, uppen zu einer blauen oder so. Wenn ich mich nicht täusche. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich frage mich, wo das Dollargift herstammt. Jetzt wird's interessant. Alles klar. Ja, das ist noch ein bisschen Werkzeug. Das ist gut. Eine verbesserte G36. Aber so gut ist die gar nicht. Ja. Würde ich mal sagen. Wir gehen zur Führungsforschung. Ich hoffe halt, dass wir unser Virusfilter ausreicht.